Ja, moin zusammen. Ja, wir müssen den Zylinderkopf abnehmen beim umgedrehten Arbeiten, beziehungsweise der Motor stand ja auf dem Kopf, muss wohl irgendwas in die Ventile geraten sein. Zwei Ventile stehen ein Stück offen. Bei einem Diesel ist das nicht besonders gut, weil die sonst aufschlagen. Beim Durchdrehen von Hand ist das dann doch schon aufgefallen. So, was haben wir zuerst gemacht? Die Kipphebelwelle ist raus. Der hat ja keine Nockenwelle im Kopf. Die Stoßstangen stecken jetzt da drin. Die dürfen nicht vertauscht werden. Ja, als nächstes die Einspritzleitung runter. Die Glühkerzen sind schon raus. Die hatte ich schon rausgenommen. Ja, Ansaugbrücke, Abgaskrümmer nochmal ab, inklusive Turbolader. Ja. Die Ventilkappen sind auch schon runter. Das sind so kleine Käppchen, die hier drauf sitzen. Und dann können wir die Schrauben schon lösen. Dann ist der Kopf runter. Ich denke mal, ich lasse das Ganze in Zeitraffer laufen. Meine Frau hilft mir und dann geben wir Gas. So, wie ihr jetzt gesehen habt, Zylinderkopfdichtung ist runter. Sah sehr gut aus. Also total überflüssig. Manche Sachen passieren halt. Wenn ihr seht, ich habe da vorher ein bisschen Öl reingespritzt, ne, wegen dem ganzen Durchdrehen, muss ich ja nicht unbedingt da irgendwelche Kerben in den Zylinder hauen. Ja, müssen wir gleich mal sauber machen. Dann geht es drüben an der Werkbank weiter. So, das ist der Zylinderkopf, wie man sieht. Warum zum Teufel der? Also irgendeine, entweder ist das Ventil jetzt wieder zugeschnappt, weil da irgendwas drin saß. Oder ich sehe das Problem einfach nicht. Ja. Vielleicht sehe ich das Problem einfach nicht. Tja. Mal gleich durchmessen, dann sehen wir vielleicht mehr. Tja, keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Selbst ohne Kipphebelwelle, ich habe die Kipphebelwelle abgemacht, schlägt er auf. So, das müsste aber über den Einspritzdüsen sozusagen sitzen, das Problem, weil die sind eigentlich der tiefste Punkt. Man sieht's. Ja, entweder ist das Ventil jetzt zurückgeschnappt. Oder ich habe Lack gesoffen, ich habe keine Ahnung. Irgendwie gibt es da offensichtlich ein Problem mit der Wahrnehmung. Ich verstehe es ehrlich gesagt gerade nicht. Wo kann der aufschlagen? Das Problem war, alles auf OT gestanden. Noch nicht mal eine Viertelumdrehung geschafft, dann hat es Klack gemacht. Ganz vorsichtig Klack. Und das Ding hat aufgesessen. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich hatte den Motor ja auf dem Kopf stehen. Vielleicht ist da, was weiß ich, hat sich Ölkohle gelöst, hat sich in ein offenes Ventil gehangen oder weiß der Teufel, ne? Kann ja sein. Wenn das Ventil hier offen steht, irgendwo kommt Ölkohle, setzt sich hier rein. Und ja, nö, offensichtlich nicht. Wie gesagt, der tiefste Punkt sind die Einspritzdüsen. Das ist ja ein TDI. Direkteinspritzer.
Also müsste das Ventil ja weiter rausstehen als die Einspritzdüse, was offensichtlich nicht der Fall ist. Zu Deutsch, alle Ventile raus, nachschauen. Bis gleich. Ja, wie ihr sehen konntet, der andere springt nicht an. Ach Quatsch, der andere springt nicht an, der andere dreht nicht. Irgendwas, ja. Ich nehme den ganzen Motor auseinander, der wird jetzt einmal komplett überholt, gehohnt, geschliffen und so weiter und so weiter. Das mache ich aber nicht sofort und jetzt und gut, dann müssen wir den hier aktivieren. Beziehungsweise mal kurz aktivieren, dass wir den hier rausgefahren kriegen. Ein paar Meter geht auch ohne Wasser. Oh ja, das dürfen wir gleich mal austauschen. Ja. Batterie habe ich reingepackt. Dem Tank hinten ist nicht mehr zu trauen, der hängt runter. Deswegen werde ich jetzt von der Vorförderpumpe ein Stück, ja, ich werde einfach hier unten von der Vorförderpumpe das Ding, was vom Tank kommt, abkneifen und mit dem Schlauch in den Kanister hier gehen. Der ist voll mit Diesel. Und gucken, dass er anspringt. Viele Probleme sollten das nicht bereiten. Das ist alles nicht so das Problem. Ein paar Minuten schafft er auch ohne Wasser. Der hat ja auch einen Ölkühler. Der läuft mit über diesen Kühler hier. Hier sieht man es. Das geht runter zum Luftfiltergehäuse. Ach, Ölfiltergehäuse. Unglaublich. Ja. Tja. Dann halt so. Hätten wir auch gleich machen können. Ja. Egal. Okay, ich hole mal einen Schlauch, bastel das zusammen und dann sehen wir weiter. So, ich denke, er läuft. Das Klappern kommt von hier. So, schön. Und nun sind wir in der Werkstatt. Er ist wahrhaftig bis hierhin gefahren. Ich habe da echt aufgepasst. In ein paar Etappen. Wie gesagt, ein paar Sekunden macht das. Ist das kein Problem ohne Kühlwasser? Da war noch Kühlwasser im Block, ne? Aber naja, sehr aufgepasst. Bin schon eifrig dabei, Kühlertraverse etc. rauszunehmen. So, das ist die Kühlertraverse. Das sind natürlich Sachen, die schmeiße ich natürlich nicht weg. Ja, das kann man immer mal gebrauchen. Genauso wie die ganzen Kühlschläuche und so weiter. Viskolüfter, da hängt auch schon einer. Kühler, Ladeluftkühler. Wie gesagt, dieses Auto hat unfassbar viel Leistung. Ich möchte nicht wissen, mein neuer Ladeluftkühler ist heute gekommen, was der denn damit veranstaltet. Ja, der war dicht. Da wir nicht viel mit dem Auto gemacht haben, war der wohl vorher dicht? Tja, ich bin beeindruckt. Ja, Rahmen und so was, alles in der Richtung, auch Top-Zustand. Also ich muss sagen, ich habe gerade schon mal drunter geguckt. Die können wir gleich mal neu machen. Der ist laut, aber ne. Das Ding ist neu gekommen. Ich habe mit dem Vorbesitzer, nee, nicht mit dem Vorbesitzer. Ich habe mit dem gesprochen. Der für den Vorbesitzer den Verkauf organisiert hat. Auch jemand, der viel mit Land Rover unternimmt. Ja, der fährt allerdings ein Disco 2 und konnte mit dem hier nichts anfangen. Deswegen hat er den verkauft für diesen Pferdehof. Und habe ihn gefragt, wie das mit dem Zahnriemen ist. So, der Zahnriemen hier ist gewechselt worden, als der Wagen das letzte Mal TÜV bekommen hat. Da ist die Kupplung komplett neu gekommen. Das ist ein Schaltwagen, habe ich ja schon gezeigt. Die Kupplung ist komplett neu gekommen und der Zahnriemen ist komplett neu gekommen. Das macht mich sehr glücklich, deshalb lasse ich die Finger jetzt davon. Wenn der Mensch mir das sagt, dann glaube ich ihm das einfach mal. Oha. Gott sei Dank haben wir noch mehr davon. Ja, wenn der mir das sagt, dann glaube ich das einfach mal. Der hat mir keinen Mist erzählt über das Auto. Absolut, ne?
Karosserie ist fertig, Rahmen ist gut, Technik ist top. Da hat er nicht so viel versprochen, genau so ist es auch gekommen. Und von daher bauen wir den Motor ungeöffnet so ein. Der andere Motor liegt schon im Lager und wird in Ruhe aufgebaut. Inklusive Zylinderhoden mit allem drum und dran und so weiter und so weiter. Was damit los war? Ja, es hat immer wieder blockiert, wenn der Zahnriemen drauf war. Beide Wellen konnte man unabhängig voneinander drehen. Ohne Zylinderkopf, also ohne Ventile, hat er dann auch blockiert. Und dann war vorbei. Dann habe ich einen bekannten Landrover-Schrauber angerufen. Was ist denn los? Sagt er so, kann das sein, dass eine Nockenwelle gebrochen ist? Sagt er so, manchmal kann das passieren. Da fährst du da jahrelang mit durch die Gegend. Und ja, solange der Zahnriemen da einen gleichmäßigen Zug drauf gibt, hinten aufs Endlager, passiert da nichts. Machst du einen neuen Zahnriemen rein, klappert das Ding raus. Das Lager ist ein bisschen kompliziert hinten. Deswegen halte ich das für ziemlich plausibel, muss ich sagen. In dem Fall war sie nicht gebrochen, sondern die Unterdruckpumpe hat die Nockenwelle zerstört. War im normalen laufenden Betrieb nicht zu hören, da war nichts, keine Probleme. Ich habe nie Ärger gehabt mit dem Ding. Aber so ein paar Sachen wie die verminderte Leistung und so weiter, alles in der Richtung. Ich denke, ja, ich glaube, das ist der Motor, den ich dann aufbauen werde. Aufbohren und aufbauen. Ihn hier, ja. Wie gesagt, die Pumpe muss ich auf jeden Fall runterdrehen. Ja, zusammen mit dem neuen Ladeluftkühler, denkt das Getriebe wahrscheinlich auch, ich will es verarschen oder so. Ja. Etwas kompliziert wird das noch, das Getriebe auszubauen. Aber ja. Das Getriebe abzubauen, das wird das Witzige. Oder ich muss den wirklich komplett rausziehen. Ja, ich baue die Front ab. Beziehungsweise alles, was in der Front ist, weil ich die Front absägen will. Der Wagen hat einen Unfall gehabt. Offensichtlich. Hier ist was eingeschweißt worden, wie man sieht. Schlimmer allerdings ist das hier. Ne, regulär sieht der Rahmen hier so aus. Ne? Der Rahmen ist auch in Ordnung. Auf der Seite. Und hier sieht man selbst, ne? Der hat vorne einen auf die Gabel genommen. Da sieht man auch überall noch ein paar Restspuren. Ich meine, das sieht man den Autos nicht an, ne? Da kann man wirklich fast ungebremst irgendwo reinscheppern. Das sieht man den Dinger nicht an. Hinten ist noch besser. Also rückwärts kann man überall reinschießen. Das passiert gar nichts. Ja, den Klimakondensator, Trockner kann ich natürlich wegschmeißen, aber Klimakondensator und so weiter, der fliegt auch raus. Alles. Zusammen mit der Front. Ja, dann könnte man sogar Motor, Getriebe etc. alles in einem rausziehen. Bin schon froh, dass er hier hingefahren ist, dass man nicht hinschieben muss. Ne? Da unten ist der Kupplungsnehmerzylinder. Da ganz unten. Ich kriege das nicht fokussiert. Fokussiert. Da unten, da. Ja, da. Ja, der muss auch noch ab. Das geht hier einmal oben rüber, weil normalerweise die für Rechtslenker konzipiert. Und da ist dann die Kupplungspumpe. Diese Platte, die man jetzt hier sieht, kann man da drüben auch noch mal einbauen. Das wäre dann der Rechtslenker. Ja, das ist relativ leicht umzubauen. Von links auf rechts oder umgekehrt. Tja, was soll ich sagen? Dieser Motor wird ziemlich komplett bleiben. Und den ziehe ich dann da raus. Die Achse ist übrigens auch toll. Ich habe sie mir auch gerade mal angeguckt nochmal. Ja. Ich bin gelinde gesagt ein wenig begeistert von dem Auto. Habe ich nicht zu viel bezahlt. Tja. So ist das. Ich denke, ich werde das Video gleich fertig machen. Viel wird heute nicht mehr passieren. Frau hat Kartoffeln gar. Spinat ist auch gleich fertig und da kommt ein Spiegelei drauf. Ich habe Hunger. Ja.
Ja, wie gesagt, Turbolader, Top-Zustand. Der ist so aggressiv, der Motor. Ah, das kann ich auch mal rausnehmen. Das ist das Ladeluftrohr. Ja. Kommt alles schön ins Lager. Wir haben jetzt auch einen Stall umgebaut, damit wir den ganzen Krempel mal einlagern können. Ist ja kein Zustand. Anlasser ist top bei dem Auto. Also wie gesagt, ist wirklich nicht viel Handlungsbedarf. Gut, die Lenkung würde ich mal abdichten. Wird Zeit, ne? Ja, ansonsten gibt es an dem Motor nicht viel zu tun, ne? Die Rückseite wird umgebaut, damit er den Wandler und so weiter aufnehmen kann. Die Kupplungsglocke sozusagen sitzt hier am Motor. Und ja. Sauber machen, waschen etc. machen wir, wenn er eingebaut ist. Ich habe da auch keine Lust jetzt mehr, da großartig dran rumzuhampeln. Okay, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Mir geht es übrigens eigenermaßen wieder gut. Nicht beim Arzt gewesen, aber Frau ist ein bisschen über den Rücken gelatscht. Das hat gut gescheppert. Zusammen mit den Schmerzmitteln geht es mir schon wieder eigenermaßen gut. Montag muss ich trotzdem zum Arzt. Also, das hilft aber alles nichts. Das Auto muss laufen. Ist halt so. Okay. Schönes Wochenende.